Okay, probieren wir es mal. Anamit, herzlich willkommen zurück bei Granny Chapter 2. Können wir uns eigentlich in dem Spiel selber opfern? Ich meine, da gibt es ja die Falle. Kann man den Schalter auch selber betätigen? Also mit der Stungun oder so. Das probieren wir heute aus. Aber bitte nicht vergessen, wenn ihr es nicht gemacht habt, klickt dann auf Abonnieren, Daumen hoch, wäre richtig geil. Also keine Sorge, da kommen schon noch hier und da ein paar Granny-Videos. Lass mal auf Easy, beide an. Also, opfern an Tag 1. Ich könnte theoretisch Shotgun holen, aber ich will gerne die Stungun. Und es gibt anscheinend nur ein paar Sachen, bei denen Grandpa getriggert wird, dass er uns hört. So, als erstes die Stungun suchen. Stungun. Wenn ich Glück habe, ist die Brechstange unten. Blub. Ja, und ich weiß, ich kann da runterglitschen. Habe ich schon mal gezeigt. Hi. Ist natürlich hier nichts. War ja mal wieder klar. Ah ja, und wenn du einmal in die Pampe fällst, du kommst nicht mehr raus. Keine Chance. Es ist Game Over von dem jeweiligen Tag. Muss ich ein bisschen aufpassen. Sind ja beide aktiv. Ich meine, ich kann schon hier außen rumrennen, so ist es jetzt nicht. Oder mich halt da verstecken. Zur Sicherheit. Wenn du die Vase fallen lässt, das hört Grandpa. Okay, da kommt Granny. Granny! Kommt. Ja, runter! Welche Richtung marschierst du? Ich will doch nur die Stungun. Da bin ich ganz schön ge. Ja, egal. Nee, halt mal. Kein Flachwitz. Nee, muss halt immer sein. Geht die runter? Lol! Die sieht mich nicht mal. Jetzt kommt Eana! Okay, vielleicht habe ich Glück. Und der marschiert runter. Aber ich glaube, der geht hier gar nicht rein. Perfekt. Beide gehen runter. Das ist ja gar nicht so schwer. Perfekt. Jetzt kommt natürlich. Jetzt kommt natürlich Granny hoch. Ja, okay, wobei. Ist eigentlich gar nicht so blöd. Hi. Genau, folgt mir mal schnell. Mal schnell außen rum und dann hoch und verstecken. Es ist nicht so schwer. Sehr schön. Ja. Für dich. Okay, wir haben die Stungun schon mal. Was haben wir sonst so? Ich meine, so fluchttechnisch gesehen. Wir könnten beide auch mal kurz stunnen. Dann könnte ich mir den Security Key holen. Ja, und Granny anscheinend startet immer hier drin. Ja, hier startet Granny. Blub. Okay, da ist der Weapon Key. Sehr schön zu wissen. Pass auf, jetzt stunnen wir mal schnell Granny. Hallo? Was war das? Achso. Nur Lampe umkauen. Ist ja gut. So. Gimme. Ja, oder auch nicht. Ach ja, und das hört Grandpa auch. By the way. Ah, nee, Quatsch. Ich glaube, der hört es, wenn du sie abschießt. Das hört er. Ja! So, gib mir den Schlüssel. Schlüssel. Lol. Und so kriegst du halt den Security Key. Aber ich nehme mal schnell das. Wir können mal schauen, ob es vielleicht irgendwie dann Game Over gibt, wenn man sich 5 Uhr opfert, wenn das halt klappt. Ich frage mich immer noch, ob das einen großartig anderen Sinn hat. Ich meine, du siehst halt wahrscheinlich, wo sie sich bewegen, aber hat der Raum großartig einen anderen Sinn? Als jetzt durch die Kamera zu schauen und hoffen, dass du irgendwie die beiden siehst. Ich meine, das ist schon für die beiden gut. Da sehen sie, aha, da marschiert er rum. Aber die marschieren eh die ganze Zeit vom Punkt A nach B, von dem her. Ich meine, ich könnte da aufmachen, wenn ich will. Da brauche ich die Cutting Plier, die ich gerade nicht habe. Aber pff, ist doch wurscht. Wir haben die Stungun. Das reicht. Weißt du, wir könnten auch Gaskanister holen, da hinschmeißen und abschießen. Könnte man auch. Warte. Die sind noch nicht aktiv, das ist schön. Die müssen auch da dann wieder spawnen, also das macht es gerade ein bisschen risky. Ich muss halt runter, weißt du. Da wäre Doorhandle. Brauche ich nicht. Ich hätte die Zeit nutzen sollen und weiß schon. Wieder da marschieren. Ja, okay, dann stunnen wir mal schnell Granny. Wenn sie schon da ist. Lol. Wow, voll in den Hinterkopf. Nice. Was ist nicht so nice wäre, wenn Grandpa jetzt kommt, wer? Ah, der kommt jetzt eh gleich. Kommt. Aha! Ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie lustig. Keine Ahnung, warum ich morgen. Ja. Bob! Voll in den Bauch, gib mir. Ja, gib mir. So. Gut. Jetzt können wir das mal machen. Oder soll ich zur Sicherheit den Weapon Key mir holen? Könnte ich machen, weil dann schmeiße ich das hier kurz runter. Renn schnell rauf, hole mir den Weapon Key, weil dann hätten wir zumindest zwei
Möglichkeiten, die ich nutzen kann. Ja, dann können wir da runter, das geht nämlich ganz schnell, dann müssen wir jetzt nicht außen rumlatschen. Give me the WebM key. Thank you. Danke. Weißt du was, den droppen wir. Ja, den droppen wir dahin. Ihr seid noch nicht da. Stungun, Stungun, Stungun. Gib mir. Ich mach mal hier kurz zu. So, ich habe ein unwohles Gefühl irgendwie, ich kann nur nicht den Finger drauf deuten. Okay, probieren wir es mal. Wow! Ja, es klappt. Au. Jetzt gleich könnten wir es mal probieren mit der Shotgun. Ich glaube aber nicht, dass es mit der Shotgun geht. Aber interessant, dass du die Falle auch per Stungun auslösen kannst. Okay, die Waffe liegt da. Denkt einfach da drin. Hoffentlich sind die gerade nicht da. Lelul. Und leck ihn mir. So, von wo? Ach ja, ja, habe ja schon mal gesagt, Grandpa hört's, wenn du Granny schießt. Kann man gleich testen. Weißt du so nicht, von welcher Richtung die kommt? Da ist sie. Achtung. Einmal. Haut gleich die Lieblingsvase vom Opa weg. Siehst, siehst. Beide mal schnell down. Ja, 2,5 Minuten. Deswegen ist es besser, die mit der Schrotflinte zu betäuben. Hast halt 1/2 Minute länger. Aber Stungun findest du halt schneller, je nachdem, als den Weapon Key. Wow. So, nur mal kurz ein Test, aber ich glaube nicht, dass es mit der Shotgun geht. Nee. Doch! Klappt auch! Okay, es klappt mit beiden Waffen. Ist interessant. Jetzt müssen wir es eigentlich nur noch ein paar Mal machen. Und dann haben wir wieder ein Game Over. Wisst ihr, was auch cool wäre? Ja, das auch. Aber wenn es durch die Opferung sozusagen ein anderes Game Over geben würde. Ich würde echt lachen. Ich würde lachen, wenn du im Schluss dann nochmal da drin landest. Weil, ja, ein paar Mal verlierst du da drin, ja. Und deshalb verlierst du da drin gleich nochmal. Hi. Oh. Ups. Aha. Beim ersten Mal nicht drauf, weißt. Und ich glaube, oben ist noch Munition. Das ist halt die Sache bei der Waffe. Du hast halt nur begrenzte Munition. Ich glaube, die spawnt dann auch nicht mehr. Das ist halt das Problem dran. Bei der Stungun kannst halt... Wo ist die? Da ist sie! Bleib, 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 bleib. Rup! Ich will einfach nur wieder in den Raum zurück. Ich glaube, Granny kommt hier nicht runter. Granny? Bist du weg? Okay, sieht man danach aus. Da ist Stungun. Und ich will sagen, schießen. Au. Again. Und das ist eigentlich nur noch 2-mal machen. Ja. Dann haben wir es geschafft. Hört sich jetzt so lustig an. Ja, wir haben es geschafft. Wir fügen uns sehr auf Schmerzen zu. Und das ist ein Erfolg irgendwie. Mit einem fetten Fragezeichen. Blub, auf. Zu. Da schwebst du in der Luft. Blub, blub. Ah ja, und ja, es gibt ein Mod-Menü jetzt. Es ist zwar sehr basic, aber wir haben wieder eins. Lass mich gescheit zielen. Au. Ja, das piekst halt nur ein bisschen, weißt. Wie so eine Spritze beim Arzt. So ungefähr. Mal 1000. Letzter Tag. Also einmal sich mal kurz pieksen lassen und dann passt es. Ist nicht ganz so viel beim Arzt. Es sind ein paar Piekser mehr als beim Arzt. Aber egal. War super, nicht alles, um ein neues Game Over zu bekommen. Und... Boop. Au. Ich vermute, wir kriegen wieder das gleiche wie beim ersten Mal. Habe ich so das Gefühl. Und? Ja! Was ist es? WTF? Was macht das jetzt anders als wie die anderen 5-mal? Das ist gleich wie die letzten 5 Male. Dann lasse ich es jetzt erstmal kurz sein. Also, folgendes.
Ich habe ja das Mod-Menü jetzt für Granny Chapter 2 jetzt. Ich habe es jetzt in dem Video noch nicht hergenommen. Ich hab's aber. Und ich habe noch ein paar Ideen, was ich auch so ein bisschen in die Kommentare gelesen habe. Da kommt schon ein bisschen was von Granny Chapter 2. Ja, dann sag ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.